Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Sonic Frontiers. Das ist ein richtig schönes Spiel, ein Open-World-Spiel. Ich habe Sonic tatsächlich als Kind gespielt und es gibt auch eine Serie, die habe ich immer geguckt. Und lass uns einfach mal reinstarten und sehen, was hier so Neues, Cooles gibt bei dem Spiel, wie schön das wird. Genau. Programm wird hochgeladen. Es wird funktionieren. Die Geheimnisse der Ahnen gehören mir. Statusbericht! Antworte! Simulationen beendet. Leite Schutzprotokoll ein. Was? Nein! Nein! Starfall Islands. Wie aufregend. Die Spur der Emeralds endet hier, ja? Mal sehen, was sie angezogen hat. Atmosphärische Ladung. Festhalten. Huch, wo sind wir denn da gerade gelandet? Wir müssen jetzt hier die Ringe einsammeln. Okay, sind wir doch ganz gut. Ah, oh, das ist eine rote Münze, die habe ich verpasst. Na toll. Egal. Kann ich hier auch irgendwie sprinten? Weil ich komme mir so langsam vor. Aber ich denke mal irgendwie nicht. Ein bisschen was kenne ich mich von dem Spiel aus. Bisschen die Steuerung, wollte ich sagen. Kam gerade nicht drauf. Oder komme ich nicht hoch? Warum nicht? Okay, und jetzt hier drauf. Den einen Gegner lassen wir einfach da, wie er ist. Der darf ruhig noch leben. Ah, ich kann sprinten. Ah, das wusste ich gar nicht. Cool. Das habe ich noch eine rote Münze verpasst. Ich habe nur zwei rote Münzen. Toll. Egal. Wir haben Hauptsache Rang B geschafft. Das war doch ganz cool. Wir verlassen das. Vielleicht können wir das später nochmal spielen. Genau. So, passiert das hier irgendwas? Ja. Amy?
Außer mir kam wohl keiner daraus. Was auch immer das war. Puh. Sterblicher. Hallo? Du hast das Unmögliche vollbracht. Du bist im Cyberspace aus eigener Kraft entkommen. Du bist der Schlüssel. Schlüssel, hä? Immerhin besser als Naga. Heißt das, ich kann meine Freunde retten? Finde die Chaos Emeralds, vernichte die Titanen, reiß die Grenzen zwischen Dimensionen ein. Ja, okay, sicher. Aber wie wär's mit etwas Kontext? Hallo? Na schön. Besser eine vage Anweisung als keine. Na dann los! So, und da sind wir. Drehe die Kamera mit der Maus, findet den Weg nach vorne, drücke G, um dieses Fenster erneut anzuzeigen. Okay. Also wie gesagt, das ist ein Open-World-Spiel. Ja. In den Optionen kannst du Dinge wie die Kamerawinkel oder... das weiß ich. Ja, Open-World-Spiel, man kann sich hier überall erkunden. Richtig cool gemacht. Und auch... wie auch diese Grafik gemacht ist. Ein bisschen durch den Regen sah das jetzt ein bisschen unsauber aus. Aber dennoch ganz cool. Das habe ich nicht gelesen. Die drei Schalter drücken. Gehen wir mal drauf. Bleiben die auch? Oh, die haben Zeitfenster. Okay. Oh, das war nicht lang genug. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich verkackt. Nee, habe ich noch geschafft. Okay. Jetzt habe ich... ein Herz freigeschaltet, was auch immer mir das bringt. Und diese Map. Okay. Cool zu wissen. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Okay. Map M. Kann ich mir merken. Und hier drüben sind... was ist das? Trainingssimulation. Okay. H. Drücke H. Ja. Ich lese mir das gar nicht durch. Cool. Geschafft. Und mit M verlassen. Na, das sollten wir doch hinbekommen. Also schwer ist das nicht. Ist natürlich ein bisschen anders als seine Vorgänger, das Spiel. Aber besiegst du die Gegner, sind Dinge fallen wie Fähigkeiten, Fragmente oder Samen. Sammelst du genug Fähigkeiten, Fragmente, werden sie wie unten rechts gezeigt zu Fähigkeiten punkten. Mit ihnen kannst du Fähigkeiten freischalten. Okay, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie die anderen Spiele ist das jetzt nicht, weil es Open World ist. Also man hat hier keine richtige Richtung, wohin man gehen kann. Wenn ihr mich versteht, was ich meine. Okay, hier vorne sind auf jeden Fall Gegner. Und die greifen mir direkt an. Sollte doch was werden. Und den noch. Noch einer. Ja. Alle geschafft. Easy peasy. So, hier oben sind Münzen. Wie komme ich da hoch? Okay. Komme ich hier vorne irgendwo lang? Hier. Okay. Hier geht's weiter und hier kann ich mich festhalten. Huch. Hier ist gerade geruggelt. So, hier. Oh, gerade so. Cool. Huch. Yay. Oh. Hey, wie komme ich denn da hin? Hä, Leute? Mit Shift komme ich auch nicht hin. Egal. Oh, da unten ist ein Gegner. Was ist das für ein Gegner? Ninja. Richtig cool. Wächter sind sehr stark. Sie sind größer als normale Feinde und haben Spezialangriffe. Sieh ihr dir Verhalten und warte auf deine Chance. Ziele auf einen Gegner und visiere ihn mit C an. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, hör auf. Die greifen immer nur zweimal an oder so. Um erstmal zu gucken, was für Attacken dieser Gegner hat. Okay, jetzt abhauen. Okay, und jetzt wieder kämpfen. Jetzt hat er ein Schild gemacht, dann schnell weg. Ah, oh, schaffe ich das? Ja. Nicht so lange kämpfen, weil der dann seine Schwerter nimmt.
Und das war knapp. Oh Gott, ist das schwer. Okay, und ist weg. Weg, weg. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich alle Münzen voll habe? Bringt mir das irgendwas? Oh, geschafft. Aber nur draufgehauen am Ende. Cool. Richtig cool gemacht. So, welche lassen Zahnräder fallen? Diese sind sehr wichtig, also lass sie nicht liegen. Ja. Haben wir eingesammelt, jetzt kommen wir weiter. Also bis jetzt verläuft das noch eher linear. Also richtig Open World würde ich nicht sagen. Das ist meine Meinung dazu. Wow. Wo komme ich hier hin? Oh wow, jetzt bin ich wieder am Anfang. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Huch. Es ist schwer mit dem Turbo zu drücken und gleichzeitig sich bewegen. Hier kann ich hochfliegen. Hat super funktioniert. Hui. Hier kann ich hoch, hier kann ich hoch. Yay. So, wie komme ich dahin? Das ist ein Herz auf jeden Fall. Aber da muss ich hier unten. Ah, bestimmt auf das Feld hier drauf. So wie ich sehe. Ja, aber wie kommt man da lang? Nein, ich runterfallen. Nein. Oh Gott. Yay, ich falle runter. Halte Q und E gedrückt, um Parierbereitschaft zu bleiben. Ja, aber es hat mir gerade nichts gebracht. Hä? Egal. Ich will zurück. Ich kann das nicht. Ich verstehe das nicht. Mit Linksklick geht's nicht. Mit dem anderen geht's nicht. Das antike Tor scheint blockiert zu sein. Drehe die Statue vor dem Tor, um fortzufahren. Okay, dann machen wir das. Hier oben ist auch was, sehe ich gerade. Holen wir mal zuerst das hier. Nein, also hier kann ich auf jeden Fall draufspringen. Das ist noch einfach, aber das andere verstehe ich nicht. Was bringt mir denn das Herz? Weiß das jemand? Ich habe keine Ahnung. So. Ja, du stehst falsch. Du hast voll in die falsche Richtung gedreht. Naja, das dauert mal ein bisschen länger. Egal. Ach, was ich sagen wollte vor uns. Was hat Eggman eigentlich schon wieder vorgehabt? Jetzt haben wir unsere Freunde verloren. Er hat sich selbst verloren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir hier weiter. Und hier vorne ist wieder ein Rätsel. Sonic kann jetzt die Fähigkeit Cyberloop erlernen. Öffnet das du dir Fähigkeiten Okay, wie öffne ich das Fähigkeitenmenü? Cyberloop freischalten. So. Hier drauf. Und hier. Ey. Hat ja super funktioniert. So. Da hoch weiß ich nicht, wie man da hochkommt. Auf jeden Fall Cyberloop ist das hier. Yay. Dann muss ich das hier verbinden. Zack. Und geschafft. Ja. Jetzt habe ich die Karte freigeschaltet. Cool. Was ist denn das, was da so blinkt? Und was ist das für eine Bäre? Keine Ahnung. Huch. Kann ich ja auch zerstören. Bringt mir auch Ringe. Ich will manchmal Münzen sagen, aber es sind ja eigentlich Ringe, ne? Was ist das hier? Ah, auch ganz viele. Ah, 10. Cool. Dann geht's hier weiter. Wow. Yay. Richtig cool. Aber wo komme ich jetzt raus? Bin ich jetzt wieder da, wo ich... Nee. Ich hätte da irgendwie hochspringen müssen, aber es... Kann ich nicht. Probier mal einen Cyberloop im Kampf. Manche Gegner schützen sich mit deinem Schild, aber mit dem Cyberloop kannst du ihn durchbrechen. Okay, mal gucken, ob das was wird. So. Zack. Und geschafft. Wow. Da kann ich auch so angreifen. Das ist viel stärker. Oder ging das von sich wegen dem Schild? Weil ich das Cyberloop jetzt gebraucht hatte. Kann natürlich sein. Oh, es ist hier irgendwas. Ein Tempel oder so. Kehre zurück zur digitalen Dimension. Okay, ich kann gerade irgendwie nichts drücken. Ah, okay. Dimensionen mit Hilfe des Zahnrads. Das machen wir. Inaktive Portale lassen sich mit Zahnrädern aktivieren. Spring auf den Podest des Portals und lege das Zahnrad ein. Okay, aber da würde ich sagen...
Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr Videos... Nee, drückt auf den Abo-Button und dann aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Gerade ziemlich verwirrt, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.